Moi, mon nom est Laurent Fister, je travaille dans l'hydrologue comme CLP Gabriel Lippmann et je suis heureux de vous parler de la Ja, mein Alter wird, wusstest ja du schon, ob die Forscher wird gehen? Also wie ich so alt war, wie du wolltest eigentlich echt an der Aeronautik, das heißt an der Raumfahrt schaffen. Ich nach mir jung war, du wolltest Astronaut gehen. Und ich war eigentlich immer interessiert in den Naturwissenschaften. Ja, sind ich dann weit Wasser gekommen und mich in der Meteorologie, also im Wetter interessiert, sondern im Hechwasser, wie der denn steht. Und ja, dafür sind ich dann nur halt Forscher an dem Bereich. Schaut ihr dann echt am Labor oder du bist noch in der Natur? Ich ging so, für 10 Jahre, da habe ich hauptsächlich mit den Arbeitskollegen dabei geschafft, weil man wenig Informationen hat, wenig Instrumente. Heute ist es genau umgedreht, da verbringe ich den größten Teil von meiner Zeit am Labor. Ich schreibe Projekte, ich analysiere Daten und ich mache noch Gestion von unserer Equipe. Was macht ihr da konkret den ganzen Tag? Oh ja, mein Arbeitstag besteht am Anfang daraus, dass ich die Gestion mache von einer Equipe von ungefähr 20 Leuten. Davon sind da ein Teil, die fahren raus in die Natur, die machen Messungen von den Wetterbedingungen an den Bachen und an den Flüssen, gucken sie, wie viel Wasser da lebt, wie die Qualität von dem Wasser ist. Dann ist ein Teil von den Leuten hier am Labor, die schaffen an den Analysen von den Wasserechantionen, um zu gucken, eben, was chemische Qualität ist, aber auch was biologische Qualität ist von dem Wasser. Ich selber bin auch unter Gestion von Projekten beteiligt. Zum Beispiel ein ganz flottes Projekt findet an der Stadt Lützburg statt. Da muss man im Moment die Wasserqualität an der Petrus und an der Urzicht, weil man muss wissen, wann es rennt an der Stadt. Da ist ein ganzer Kopf von Stöps und auch von Urlischrechten, von Gummirechten, von den Pneuen, die ausgewäscht gehen und die gehen dann zum Beispiel bei einem Donnerwetter ganz schnell ausgewäscht. Und wir wollen verstehen, wie die Prozesse auflaufen, für in Zukunft können dazu beizutragen, dass das Wasser mehr proper an der Petrus und an der Urzicht kommt. Ein anderes flottes Projekt ist über die Quellen von der Stadt Lützburg. Die Quellen, die kommen aus dem Lützburger Sandstein, den rundherum ganz stark ist. Und ungefähr ein Teilchen vom Trinkwasser an der Stadt kommt aus diesen Quellen. Und muss ich wissen, dass du ein Teil auch noch von den Flächen landwirtschaftlich genutzt gehen. Das heißt, du gehst Nährstoffe gebraucht, du gehst auch Pestizide gebraucht. Und wir versuchen zu verstehen, wie schnell dass die Stoffe durch den Boden bis an das Grundwasser sickern und dann eventuell könnten am Trinkwasser in Form von Spuren herumfahren gehen. Und wir schaffen dort zusammen mit der Chambre d'Agriculture und auch mit den Bauern. Wir können eben die Anträge von den Substanzen so niedrig wie möglich zu halten, für damit auch in Zukunft die Qualität von dem Leitungswasser an der Stadt genauso gut ist, wie sie heute ist.